So, hallo zum Mini-Waldrecht. Wir kommen zu Mecklenburg-Vorpommern. Und ich müsste in diesem Zusammenhang kurz mal darauf hinweisen, dass wir generell in vielen Fällen in den östlichen Bundesländern, die ja ein jüngeres Waldgesetz oft haben als die westlicheren Bundesländer, oft sinnvollere Regelungen drin haben, als das im Westen der Fall ist, weil man nicht mehr ganz so bekloppt gewesen ist, als man die entsprechenden Gesetze entworfen hat. Meine Interpretation, ja? Da werden Bucheckern auf mich geworfen. Nur meine Interpretation. Gut, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir die sinnvolle Regelung, dass man grundsätzlich alles betreten darf, außer junge Wälder mit einer Oberhöhe von unter 4 Metern. Also wo Bäumchen rumstehen, die noch nicht 4 Meter hoch sind, da darf man nicht rein. Das ist erstens sinnvoll zum Schutz der Tiere, die sich da drin verstecken, zweitens zum Schutz der Pflanzen, die da entsprechend stehen, drittens zum Schutz der Waldbesucher, weil da hockt auch gerne mal ein Wildschwein drin, das sich nicht freut, wenn man es an seinem Rückzugsort aufsucht. So, also das meiner Meinung nach bisher noch die beste Einschränkung des Betretens, die richtig, richtig Sinn macht. Und damit ist übrigens die Regelung aus dem Paragraph 19a, der sowieso in jedem Bundesland gilt, Bundesjagdgesetz, überflüssig, weil hat sich jetzt hier auch im Landeswaldgesetz entsprechend sowieso schon geklärt. Gut, dann wäre der die Sammelgeschichte. Da ist es ausdrücklich erlaubt, dass man im Walde Walderzeugnisse sammelt, aber nicht erweitert. Ne? Man dürfte es also, auch wenn es nicht so ausdrücklich im Gesetz drinstehen würde, aber vielleicht beruhigt es ja jemanden, dass es nochmal ausdrücklich drinsteht. Thema Holz sammeln. Gute Nachrichten. Darf man. Darf man alles bis 10 cm, das zum Beispiel bei einer regulären Holzerntemaßnahme übrig geblieben ist, also liegen geblieben ist. Ne? Schlagabraum und sämtliches morsches Holz und das, wo quasi nicht zu erwarten ist, dass das verkauft und gewinnbringend verkauft werden kann. Ne? Solche Sachen darf man da auf jeden Fall eben entsprechend einsammeln. Aber nicht übertreiben, also maßlos viel, also mit dem Anhänger in den Wald fahren, mit dem Auto und dem Anhänger und den Anhänger mehrfach voll machen und mehrfach am Tag wiederkommen und sowas, das ist natürlich völlig übertrieben, aber für den persönlichen Bedarf, sofern man es noch tragen kann, ohnehin kein Thema und auch mal mit dem Handkarren wird wahrscheinlich auch niemand was dagegen haben. Dann Thema Feuer ist im Wald und 50 Meter außerhalb des Waldes verboten. Außerdem verboten an Strand und Dünen. Ja, wir haben ja natürlich Ostseestrand in Mecklenburg-Vorpommern. Oh, schön. Und in sonstiger Landschaft nicht verboten. Ne? Nicht ausdrücklich. Damit ist es eigentlich erlaubt. Wenn ihr also eine Brachfläche oder eine riesengroße Waldlichtung findet, die gehört zwar rechtlich noch zum Wald, aber da würde auch wahrscheinlich keiner was sagen, und 50 Meter Abstand zum Wald einhaltet, dann hättet ihr auch da wieder die Möglichkeit, sofern das nicht offensichtlich jemandem gehört, der was dagegen haben könnte, muss man immer noch dazu sagen, da gegebenenfalls ein Feuerchen zu machen. Jetzt ist allerdings auch wieder Mecklenburg-Vorpommern ein Land, wo man durchaus Brachflächen finden kann, die so aussehen, als würden sie niemandem gehören. Das gibt es da ja leider, beziehungsweise Gott sei Dank für die Natur ist das gut. Für uns Menschen vielleicht nicht unbedingt immer, aber lassen wir das so stehen. Ja, das war Feuer. Thema Rauchen im Wald verboten, ganzjährig, das ist halt so. Mich persönlich trifft das ja immer relativ wenig, weil ich nicht Raucher bin. Zelten außerhalb von Schutzgebieten, und das möchte ich auch einfach nochmal betonen, alle Angaben, die ich hier in dieser ganzen Reihe mache, gelten immer nur außerhalb von Schutzgebieten. Da ist grundsätzlich immer alles verboten, alles. Braucht ihr euch gar nicht Gedanken machen, da darf man nichts. Fertig, aus. und außerhalb von Schutzgebieten darf man, und das ist jetzt spannend, ne? Deshalb wird das Video wahrscheinlich ein bisschen länger als die anderen, eine Nacht außerhalb vom Wald übernachten, zelten, wenn man, und das kommt jetzt, privatrechtlich dazu befugt ist. So, und jetzt kursieren ein Haufen Gerüchte im Internet. Da kann man auf wirklich verschiedenen Internetseiten, ich weiß nicht, ob die beieinander abgeschrieben haben oder alle keine Ahnung haben, und inklusive bei mir, der ich mal kurzfristig für ein, zwei Videos auch mal drauf reingefallen war, inzwischen weiß ich natürlich, wie es richtig funktioniert, lesen, dass das bedeutet, sofern man als Wanderer unterwegs ist, das ist wichtig, man muss noch grundsätzlich als Wanderer unterwegs sein, das muss sich um ein Wanderzelt und wirklich so ein ganz kleines Minizelt eben handeln, dass man dann halt eben auf Brachflächen, die offensichtlich niemandem jetzt groß gehören und so weiter und so fort, außerhalb des Waldes, einfach so übernachten dürfte.
So würde das interpretieren, dass manche Leute. Aber das privatrechtlich dazu befugt sein, das ist so der springende Punkt. Das ist nämlich eine unglaublich umständliche Erklärung bzw. Einschränkung, die im Prinzip besagt, du musst den Besitzer fragen. Es ist also genauso wie überall sonst, nur mit der Einschränkung, dass Zelten eben auf einen Tag beschränkt ist. Also eigentlich darf man noch weniger als in manchen anderen Bundesländern, wo das Zelten zum Beispiel im Wald mit Erlaubnis des Besitzers gestattet ist. Ne? Generell. Hier haben wir eigentlich eher eine schlechtere Situation, weil wir dürfen im Wald gar nicht und außerhalb des Waldes immer nur für eine Nacht. Und wir müssen den Besitzer trotzdem fragen. So, wo kommt jetzt das Gerücht her, dass man dann einfach so wild zelten dürfte, sofern man es auf Brachflächen und Ähnlichem tut? Genau die gleiche Regelung gibt es übrigens für Schleswig-Holstein und für Brandenburg. Ne? Also das ist exakt dieselbe Formulierung und genau so auszulegen. Das kommt daher, weil sich da mal irgendein Schlaumeier wohl gedacht hat, ja gut, aber Brachflächen gehören ja niemandem. Da muss man ja niemanden fragen, um da privatrechtlich zu befugt zu sein. Doch, die gehören dann nämlich tatsächlich, sofern sie nicht tatsächlich wirklich herrenlos sind, und das ist so gut wie unmöglich, dann gehören sie zumindest irgendwie der Gemeinde, dem Staat, der Stadt oder sonst was. Und das sind auch Besitzer, die man auch entsprechend fragen muss. Ne? Dabei handelt es sich dann natürlich um eine juristische Person, ist aber für die privatrechtliche Fragestellung der Erlaubnis, der Befugnis völlig unerheblich. Soll also heißen, dieses Gerücht, man dürfte zelten außerhalb vom Wald, auf Brachflächen oder sonstigen freien Landschaftsflächen für eine Nacht, sofern man als Wanderer unterwegs ist, das ist tatsächlich nur ein entsprechendes Gerücht, und die Internetseiten, die das behaupten, die haben nicht recht. Man kann nämlich in manchen dieser Bundesländer, in denen das ja angeblich erlaubt ist, nämlich genau in einer Verordnung nachlesen, das machen wir in einem anderen kleinen Teil dieser Reihe, was nämlich bedeutet privatrechtlich befugt. Das bedeutet, die Gemeinde oder der Waldbesitzer kann dort mit Zustimmung der entsprechenden Gemeinde und der Forstbehörde freiwillig einen Zeltplatz ausweisen, auf dem gezeltet werden darf. So. Und den dürfte man dann theoretisch auch ohne zu fragen benutzen, wenn er ein Schild hinstellt und sagt, hier darfst du. Beispiele dafür gibt es in Schleswig-Holstein. Da gibt es tatsächlich solche Plätze. Und die sind deswegen zulässig wegen dieser Regelung. Aber ein einfach irgendwo sein Zelt aufstellen, nein. Das ist hoffentlich jetzt deutlich genug gewesen. Hingegen im Wald schlafen, also bivakieren, ne, wie überall sonst auch, darf man auch in Mecklenburg-Vorpommern problemlos. Allerdings nicht am Strand. Am Strand ist das Schlafen generell, also außer tagsüber, kratzt wohl keinen, aber das Übernachten ist am Strand wiederum nicht gestattet. Radfahren haben wir noch nicht. Auf Wegen erlaubt. Keine weitere Einschränkung, einfach nur auf Wegen. Jo, das war Mecklenburg-Vorpommern.